Moin Moin, ich begrüße euch zu einem weiteren kleinen Tutorial zu Star Citizen. Wir sind in der Live-Version 3.15.1. Das genaue Thema dieses Tutorials ist, wie kaufe ich in-game ein Schiff? Dazu ist es erstmal so, man muss irgendwo sein, wo man ein Schiff kaufen kann. Und was noch wichtiger ist, man kann Schiffe nicht überall kaufen. Und darum mache ich mal den DBS-Kalkulator auf. Das hier ist ja noch die Prospektor. Ich möchte mir noch ein kleines Shuttle-Schiff kaufen, was ein paar Funktionen haben soll. Nämlich, es soll klein sein, damit es schnell zu claimen ist und nicht zu viel beim Claimen kostet. Dann soll das Schiff eine Klappe haben, also der Eingang. Der muss so groß sein, dass ich da bequem mit meinem Traktorstrahl die eigene Leiche quasi bergen kann, um, wenn ich mal einen Unfall gebaut habe und dabei eine Rüstung getragen hatte, weil ich zum Beispiel auf dem Weg zu einer Bunkermission war, meine Ausrüstung eben halt wieder bekomme. So, und es gibt ja verschiedene kleine Schiffe, aber nicht alle haben dann wirklich so das Potenzial dazu. Zum Beispiel, wenn ich mal, ja, das sind Kampfschiffe, zu klein, kein Laderaum in dem Sinne, wo ich das reinziehen kann. Anderes ist zu groß, das würde mich zu viel kosten. So, und da haben wir hier die C8X Species. Die kostet 400 und 6.000. Die brauche ich nicht groß modifizieren. Das Einzige, was ich bei dem Schiff machen werde, ist, dass ich da einen anderen Quantumantrieb reinbaue, damit sie noch ein bisschen schneller ist, weil sie braucht hier jetzt 5,3 für die Strecke Minuten. So, und wenn ich hier jetzt den Burst einmache, ja, dann ist das 5,7. Gehen wir nochmal zurück. Das war 5,23. Ja, dann ist sie gute 30 Sekunden schneller. Auf die Dauer, auf die Spielzeit. Ja, will ich mir gönnen. Ich habe das Schiff schon reingebracht in die Liste. Das konntet ihr ja im vorigen Video sehen, wie das funktioniert beim DPS-Kalkulator. Aber kann ich nochmal sagen, man klickt einfach auf das Bauteil zum Beispiel, wie hier den Burst. Oder aber, wenn man das Schiff direkt auf hat, kann man hier auf das Schiff klicken und dann wird das zur Einkaufskarte, also in den Einkaufswagen geschickt. Und dann hat man hier stehen, wo man das kriegen kann. Nun, den Burst-Antrieb kann man New Babbage, Area 18 und Grimhex kaufen. Das Effektivste ist natürlich, wenn man so wie ich das hier so einstellt, dass es beides an einem Ort ist. Auf Area 18, dort bin ich schon hingefliegen, das ist auf A-Corp. Und ich bin hier gerade auf dem Flugplatz sozusagen und mache mich jetzt auf den Weg, um das Schiff zu kaufen und auch den Antrieb. Nun, dafür heißt es dann erstmal kurz Bahn fahren. Ich lege mal hier den schnelleren Gang ein. Nach dem Motto, wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden. Na, so. Nun ja, das eine Teil kriegen wir. Wir haben 30 Sekunden, da können wir noch mal kurz gucken. Das eine Teil kriegen wir im Dumpers Depot und das andere bei Astro Armada. So. Das ist also, kann man hier sehen, Dumpers Depot hier vorne und Astro Armada. Schalten wir mal zurück aufs Spiel. Nicht, dass wir unseren Zug verpassen. Sehen wir mal das schöne A-Corp.
eine reine Industriestadt. Hier gibt es auch vieles zu kaufen. Könnt ihr in Ruhe erkunden oder eben halt so wie ich auf einer Einkaufstour. Ich fahre nur schnell hin, dann geht es von A nach B, eben einmal kurz durch die Landschaft hier rennen, um zu den einzelnen Geschäften zu kommen, die ich besuchen muss. Und das wollte ich euch mal zeigen, wie das eben halt geht mit dem Schiffskauf in-game, wie sowas funktioniert. Letztendlich ist es genauso wie das Line an den Terminals, bloß man muss eben halt wissen, wo es die Schiffe gibt. Und solche Sachen verrät euch der DPS-Kalkulator. Einige sagen ja, sie wollen lieber das Spiel ohne solche Sachen spielen wie den Kalkulator dort, der einem alles verrät, wo man Schiffe und so findet. Ja, kann man machen, hat dann aber natürlich den Nachteil, wenn es das Schiff jetzt nur an zwei Orten im ganzen Universum zu kaufen gibt. Im Moment haben wir nur ein Sonnensystem. Da ist das noch leicht. Da kann man noch rumfliegen von A nach B und überall gucken in den Shops. Und dann eben halt selbst herausfinden, wo was ist. Aber wenn wir später 100 Sonnensysteme hier drin haben, dann sich auf die Suche zu machen und sich zu merken dann auch noch, wo ein Schiff ist. Das ist so gut wie unmöglich. Bei 100 Sonnensystemen, die jeweils aus mehreren Planeten bestehen, mehrere Monde haben, viele Points of Interest. Also, so, das ist die Frage, waren wir jetzt bei Astro Armada, Admin? Nee, da sind wir falsch. Gucken wir aber trotzdem mal aufs Schild, was hier alles ist. Also hier kann man zum Beispiel in Center Mars Waffen kaufen. So. Wie gesagt, das falsche Gebäude. Okay, auf. Müssen wir, glaube ich. Na, da stehen die NPCs wieder rum. Da haben wir ja auch schon gerade kurz ein Schild jetzt gesehen. Astro Armada. Da hinten ist es schon. Hier unten haben wir Dampers Depot. Da müssen wir dann gleich auch mal gucken, wie wir da hinkommen. Ah ja, hier vorne. Da laufen wir dann eben schnell erst hin. Einmal den Quantum Dreifohlen, den wir haben wollen. So, hier moin moin. Ran an den Bildschirm. Das ist hier nämlich genauso eine Bildschirmaktion wie das andere auch. So, Systeme, Quantum Drive. Das ist der Burst. Der kostet nicht die Welt. Darum, zack, einmal kurz gekauft. Und schon haben wir den Antrieb gekauft. Mehr gibt es für das Schiff jetzt nicht, weil das ist nicht zum Kämpfen gedacht, sondern eben halt nur um kurz eine Rettungsaktion zu machen. Um eben halt, wie gesagt, die eigene Ausrüstung zu retten. Des Weiteren wird dieses Schiff auch nur benutzt, um später mal kurz von A nach B zu kommen. Denn ich habe vor, mein Mining-Schiff vor Ort liegen zu lassen und nicht immer damit im All rumgondeln, weil dafür ist es einfach nicht gemacht. Ja, warum ich so ein kleines Schiff haben muss, ist dieses Schiff der Grund. Das ist die Hawk. Ursprünglich hatte ich ja auch mal als Starterschiff eine Aurora.
mit dem ganz normalen Starterpaket. Und ja, die habe ich abgegradet zu einer Nomad damals. Und dann mit der Nomad kam eine Lifetime Insurance zu. Und von da aus bin ich dann auf diesen kleinen Fighter gegangen, der speziell für die Kopfgeldjagd gemacht ist. Hat hier hinten so eine Einzelgefangenenzelle, kann man sagen. Und hat obendrauf noch so ein schönes Teil, da kann man dann das gegnerische Schiff mit aufstellen. Also, ja, also mit dem EMP. Ja, den sieht man da oben so leicht rund. Ist schon ein kleines, nettes Schiff. Da kann man schon menschliche Bounties gut mit jagen. So, wir sagten, es war eine Species. Dort ist sie, die Envil C8X Species Expedition. So. Da ist das Schiff. So sieht es aus. Ist klein, hat hinten eine Klappe. Zeige ich gleich nochmal kurz, wenn es im Hangar hier steht. Ich kaufe es jetzt. So. Damit ist mein Geld, was ich noch habe, relativ zusammengeschrumpft. So. Dann laufen wir mal wieder zurück zum Fahren weiter zum Flughafen. Weil weiter in der Stadt wollen wir uns jetzt nichts angucken. Weil das, sage ich mal so, das ist, könnt ihr selber erforschen. Hier gibt es eben halt kleine Geschäfte. Es gibt Waffenhändler, es gibt Ausrüstungshändler. Eben halt all solche Sachen. So, jetzt heißt es einmal hier rumlaufen. Was hier auch noch wichtig ist, ist für später das TDD. Dort verkaufen wir später unseren Mining-Stuff. Eben das, was wir mit unserem Mining-Schiff rausgeholt haben aus den Asteroiden. Als Beispiel Quantenium. Und was wir dann in der Raffinerie haben aufarbeiten lassen, was wir dann später mit einem kleinen Frachtschiff hierher bringen und sehr gutes Geld dafür bekommen. So, während ich die Fahrt zum Spaceport geht, einmal kurz ins Schiff, aus die Spaces. Cooler. Quantum Drive. Burst rein. Speichern. Das Ganze wieder zumachen. Und dann zeige ich euch gleich noch eben auf die Schnelle die Spaces. Wenn wir am Flughafen wieder sind. Das ist ja nicht mehr weit. Da sieht man hier noch ein bisschen wieder von der Stadt. Toll gemacht. Leider kann man noch nicht überall wirklich hin. Aber das wird wohl noch erweitert werden. So, jetzt müssten wir auch schon fast da sein. Dann heißt gleich nochmal die Füße in die Hand nehmen und einmal durch den Flughafen rennen. Zack, zack. An diesen Automaten kann man sich, wenn man irgendwo eine Strafe bekommen hat, für, weiß was ich nicht, irgendwo mal gegenfliegen oder sonst was, seine Strafe bezahlen. So, dann geht's weiter. So, jetzt sind wir an dem Monitor hier und holen uns das
Base ist da mal raus. Das ist die gekaufte, das hier ist eine geliehene. Da ist aber die Leitzeit abgelaufen. Ich nehme den neuen Vogel, der ist ja hier. So, der steht in Hangar 3. Das heißt, weiter zu den Hangars, die sind hier vorne. So, einmal rechts rum. Ab zum Fahrstuhl. Und wie gesagt, wenn man dann sein Multitool dabei hat, kann man dieses Schiff sehr gut benutzen, um seinen eigenen Leichnam zu bergen. Den holt man dann kurz ins Schiff rein. Im Schiff kann man dann so, das ist die Klappe, die ich meinte dafür. Das gibt gut Platz. Da kann man sich dann hier vorne hinstellen, wenn man da in der Nähe ist. Oder hier. Nimmt den Traktorbeam. Zack. Und fängt seinen eigenen Leichnam an. Den holt man dann hier ins Schiff rein. Legt ihn hier hin. Und packt dann die Ausrüstung von dem Leichnam dann quasi ins Vehikel. Das kann man mit so einem einfachen Schieben machen. Alles, was man so hat. Man kann es dann direkt vom Leichnam ins Vehikel schieben. Ja, ich setze mal den Helm wieder auf. Gehe mal wieder raus hier. Pack die Waffe weg mit R. So. Tür zu. Ja, dann starte ich doch nochmal das Schiff. So. Machen wir diesmal hier Flight Ready. Holen uns eben eine Starterlaubnis. Friends da. Wieder raus. So, nochmal rein. Und jetzt sieht man, das Geld ist abgezogen. Viel Geld habe ich jetzt nicht mehr, was das angeht. Also 2,4 Millionen oder 2,8, was ich da hatte. Das geht schnell weg. Aber so schlimm ist es nicht. So, jetzt öffnet sich oben die Luke. Müsste ganz auf sein. Jo. Ach, schade, ist wieder Nacht draußen. So, dann starten wir den Vogel mal. Er ist klein, beweglich, agil, relativ schnell. Mit dem kommen wir auch schnell aus der Atmosphäre raus. So. So, das ist der Punkt. Da liegt mein Mining-Schiff. Da geht es jetzt erstmal hin. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video zum Schiffskauf gefallen. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Und sage bis denne. Tschüss.